Heute aber. In dieser Sendung geht es hauptsächlich um Orchideen. Es gibt an verschiedenen Plätzen im Schanfigg noch wild wachsende Orchideen. Und dann habe ich noch einen zweiten Teil, der auch von Orchideen handelt. Aber davon später. Ein sehr schöner Ort auf dieser Erde. Die Natur und Blumenpracht, die ich vermissen werde, hat mich immer um den Verstand gebracht. Doch ich musste gehen, fort aus diesem Ort, hat doch für mich zum Leben etwas gefehlt. Die Blumen in diesem Tal, die Berge hoch, die Wege schmal, glänzen in voller Farbenpracht. Ein Wunder der Natur, von Hektik keine Spur. Die Sterne leuchten hell in der Nacht. Die Menschen rau und doch herzlich. Leben zusammen da, erzählen offen Gefühl, manchmal auch schmerzlich. Was in der Vergangenheit geschah, wie die Natur sich veränderte und sich langsam zurückzog, während man verliebt am See schlenderte und die Zeit viel zu schnell verflog. Das sind zwar keine Orchideen, aber trotzdem schön anzuschauen. Schaut euch einmal, wie Tiere Blumen lieben. Eine innerige Umarmung ist kaum zu übertreffen. Die Blumen in diesem Tal findest du nirgends anders auf der Welt. Die Tagesstunden, eine wertvolle Zeit, ein schöner Moment, wenn die Sonne den Gipfel erhellt. Tiere bewegen sich frei und unbeschwert in der Natur. Eine Ruhe in der lauten Zeit. Wo anders gibt's dies nur? Lebensqualität und Zeit wird da groß geschrieben. Mancher war davon begeistert und ist da geblieben. Baute sich da sein Leben neu auf mit seinen persönlichen Zielen. Nahm das, was ihn erwartet, in Kauf. Nur einer von vielen. Die Blumen in diesem Tal sind einfach wunderschön. Eine sanfte Natur, was Eindrücklicheres gibt es nirgends zu sehen. Gerne schaue ich auf diese Zeit zurück. Wünsche allen Menschen da von Herzen viel Glück. Wilde Orchideen sind einfach ein Wunder der Natur. Das nächste Mal ist LTV bei mir im Orchideenparadies. Salut!